Ich muss ganz schnell zur Gitarre. Er geht voll ab. Er ist schon gut. Ja gut, wir gehen zurück. Wir wollen jetzt nicht Gitarre hören. Du, falsche Tür. Falsch abgebogen. Hallo Alex. Alex? Alex. Hey, ja, wegen dem Benzin. Ja, ich habe gehört, du warst erfolgreich. Gute Arbeit. Hier ist, was ich dir versprochen habe. 6.000 Rubel. Wow, das ist mehr als erwartet. Ja, das ist es in der Tat. Wir kennen ja unsere Deppen vom Dienst, die ganzen Händler, die uns dicke Belohnungen versprechen. Dann kriegen wir meistens 1.000 Rubel. Ja, mehr als erwartet. Ja, das war's anscheinend auch. Arschlochhändler. Fick dich, Alex. Also unsere Freundschaft endet hier. Dennoch bin ich fast dazu geneigt, dir Waffen zu verkaufen. Allerdings werden wir lieber Richtung... Erstmal drehen. Allerdings werden wir lieber Richtung Neue Bar fahren. Wie heißt die? 100... Ich vergesse es jedes Mal. 100 Red war die alte. Wie ist die andere, die neuere Strahlungsmesseinheit? Ich glaube SV. Es müsste die 100 SV sein. Kann das sein? Ja, wir fahren auf jeden Fall in die Neue Bar und werden es dort dem Händler verkaufen, weil macht jetzt auch keinen Unterschied mehr. Sind beides Arschlochhändler. Es war so schön. Eine Sache möchte ich ja noch probieren. Eine Sache möchte ich noch probieren. Ich weiß nämlich nicht mehr, wie der Söldnerhändler das Ganze sieht. Erstmal weiß ich nicht, ob ich hier jedes Mal das Passwort neu eingeben muss. Deswegen werde ich hier einfach mal durchfahren oder doch durchgehen. Allerdings, Motor aus. Habe ich hier eine Knarre noch bei mir? Ja. Heißt, ich renne mal eben durch. Und wenn es jetzt wirklich zum Positiven ausgehen sollte, dann renne ich halt lieber ein bisschen öfters hin und her. Anstatt nicht zu verdienen. Kollege. Nee. Was? Aratsch, Baratsch, Baratsch. Ja, anscheinend mögen die das doch nicht. Ich werde nochmal zum Eingang gehen. Ich könnte mich jetzt persönlich nicht mehr an das Passwort erinnern. Wie war das Passwort? Ich meine, wir müssen es zum Glück nicht mehr wissen, aber wie war das Passwort? Deutschers Stogazzi. Ja, wir können das Passwort anscheinend nicht mehr eingeben. Das heißt, ich werde wohl übel oder übel hier alles ausrotten müssen. Interessiert den gar nicht. Okay, ich verstehe es nicht, wenn ich ehrlich bin. Also, vielleicht sind die ja jetzt doch aggro auf uns, weil wir den Kerl beklaut haben. Ich meine, das waren sie letztes Mal auch, als sie dabei waren nur. Haben wir es letztes Mal geklaut und sie waren einfach nicht mehr im Raum. Hallo? Nein! Stopp! Ups. Ich hatte nur 5 Kugeln, genau. So, schalten wir mal einen am anderen aus. Händler! Hast du uns verpetzt? Der interessiert sich auch nicht mehr für uns. Ja, das ist schade. Hier kommen wir auch nicht mehr durch. Da hinten hat sich gerade echt was ekelhaft angehört. Oh Gott, ja, ich hab's gesehen. Anomalie. Kollege, kann ich dich überzeugen, hier hinzukommen? Wow. Wow. Was bist du denn für einer? Ups. Ja, wir haben noch ein paar Söldner hier, die uns nicht leiden können. Und ich weiß noch nicht, wo das jetzt wieder herkommt. Doch, jetzt weiß ich's. Wir laden mal eben nach. 30 Kugeln haben wir noch. Machen wir das Beste draus, würde ich sagen. So, das war der eine. Aua! Verdammt, noch eins. So, und du noch. Zwei sind hier mindestens noch. So, und der deutsche Strugazzi, denke ich. Ich
glaube, das war's mit dem deutschen Strogatzi. Okay. Ja, das waren die Söldner. Tut mir irgendwie leid und ich hoffe, die gehören auch zu keiner Quest mehr. Ansonsten sind die einfach mal krass in den Arsch gebumst. Letzte Kugel. Nicht schlecht. Ja, 100 Rubel nehme ich auf jeden Fall mit. Genauso den Energy Drink. Ja, ich werde mal ein bisschen gucken, dass ich ein bisschen Munition zusammenfarme, wobei die hier wirklich ärmlich wie Banditen schon fast ausgerüstet sind. Wobei das Artefakt macht natürlich jetzt wieder eine Menge Wett. Hallo, Kollege? Nochmal 20 Rubel. Ich weiß nicht, wieso die alle so viel Knete dabei haben. Oh, eine Muschel. Ja, ziemlich wertvoll an sich. Nicht so praktisch, weil wann brauchen wir schon mal Feuerresistenz, aber nicht schlecht. Also ich muss sagen, ich bin überrascht von dem Inventar der Leute hier. Hat wohl doch nicht so viele vom Banditus. Wobei die jetzt wieder ins Ärmliche reinwandern. Zack, die nehme ich mit. Du hast nichts. Und dass du nichts machst, das kackt mich ja schon irgendwie an. Vor allem, man kann auch hinten nicht die Tür öffnen. Es ist, glaube ich, einfach nur ein Holzbrett, wo man nichts machen kann. Ja, das war anscheinend dann die Söldnerbasis. Schade, dass hier nicht mehr hinter ist. Nee, ich kann nichts so machen. Aber kann ich ihn ansprechen? Ich wüsste gar nicht, wo er ist. Ich versuche hier gerade ein bisschen durch die Wand zu glitschen, um zu sehen, wo er ist. Ah, Milo. Ah, okay. Ja, Milo, was gibst du mir denn? Auch nur 600. Okay, dann nimm die Sachen mal, die ich hier gefunden habe. Ja, ist schön, dass man mal wieder mit den typischen Clipping-Tricks auch mal wieder mit dem Händler reden kann. Naja, war jetzt nicht so gut hier. Ausbeute hätte besser sein können. Alles hätte besser sein können. Wobei, wir wollen uns nicht beschweren. Fleischklumpen und eine Muschel. Den Fleischklumpen werden wir jetzt gleich bei Yanta, denke ich, direkt verkaufen. Brauchen tun wir jedenfalls nicht. Ich glaube, wenn ich jetzt hier links abbiege, komme ich direkt nach Yanta. Und wir wollen ja sowieso nach Norden. Von daher passt das mal wieder alles ganz wunderbar. Als wenn es so geplant gewesen wäre, aber sind wir ehrlich, ist es nicht. So, nächstes Gebiet. Hoffen, dass wir möglichst zügig durchkommen. Das größte Problem ist immer die Ladezeit. Braucht man nicht groß drüber diskutieren. Synchronisiere Game Data. Gar nicht wahr. Game Ressourcen. Naja. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt kommt erstmal das Dorf. Das schöne Dorf mit den schönen, guten, alten Banditen, die jedes Mal aufs Neue von mir überfahren werden und dann die ganze Zeit auf der Motorhaube rumrutschen. Auch dieses Mal werden wir höchstwahrscheinlich wieder einen mitnehmen, wobei es sieht recht mager aus. Stimmt, wir haben ja das Dorf letztens erst ausgerottet, wenn ich mich recht entsinne. Da sind wir da auf Kommando durch. So quasi auf Blackhand-Kommando-Level. Wo ich dabei bin, Blackhand-Kommando-Level, gehört überhaupt nicht zum Thema. Erinnert mich aber daran, dass ich das neue Alien noch nicht gespielt habe, beziehungsweise nur ein paar Minuten angespielt habe. Ja, vielleicht war es auch eine halbe Stunde, wohl eher das. Allerdings ändert das nichts an meiner Hauptaussage. Also, ich muss sagen, ich habe mich selbst übertroffen. Ich habe es nicht nur geschafft... Okay, ich konnte doch aussteigen. Ich habe es nicht nur geschafft, das Auto aufs Übelste zu versenken. Ich hätte es auch beinahe geschafft, uns am Aussteigen zu hindern. Du Scheißauto. Ja, ist klar, was wir machen. Das Ganze umzutransportieren wäre äußerst, äußerst schlecht. Ja, mal wieder clevere Leistung. Ich musste aber auch darüber springen. Es gab keine andere Wahl. Ich meine, man muss sich ja auch mal rechtfertigen und ich bin ein Kerl und ihr seid auch Kerle. Auf jeden Fall 100% von euch. Und ich wollte gerade sagen, fliegen wir jetzt über die Straße. Ja, man muss sich selber ja auch mal eingestehen, dass so eine Schanze, wenn man ein Auto hat, echt verlockend ist zum Drüberspringen. Kann man nicht anders sagen, oder? So, ja, diesmal fahren wir aber diesen Weg lang. Scheint mir irgendwie sicherer zu sein.
dann komme ich nicht so leicht in Versuchung und er fühlt ja immerhin zum Ziel. Ich bin schon wieder in Versuchung, wenn ich ehrlich bin. Ich spiele mit dem Gedanken, den Sprung einfach anders anzugehen und das gleiche werde ich jetzt auch tun. Nein! Aufs Dach, wunderbar. Na gut, das war auch das letzte Mal. Zum Glück habe ich gequicksaved, weil ich ein Quicksaverino bin. Na komm, load mal, du Loader. So, C-Ton, okay. Ja, machen wir das Ganze mal in etwas für ältere Menschen. Ich meine, ich bin ja auch schon kein junger Hüpfer mehr. Ich bin ja auch schon über 100 minus 80 plus 2. Gut. Wollen wir mal gucken, was wir hier für die Muschel kriegen würden. Denn wirklich eine andere Verwendung haben wir dafür, glaube ich, eh nicht. Hallo, lass mich rein, du Arsch. Hallo. Hallo, Sakharov. Kruglov war es übrigens. Der mit der Quest beim Wildgebiet war Kruglov und nicht Sakharov. Ja, gut ist auch gut. Nehme ich. Haben wir zufällig noch mehr Artefakte gerade griffbereit? Ich meine, ich behalte ja immer welche. Allerdings die, die ich wirklich nicht brauche, die würde ich jetzt hier verschrotten. Denn wenn nicht hier... Wo dann? Sag mir wo, wo, wo. Ja. Die gebe ich eigentlich alle sehr ungern schon ab. Allerdings sehe ich mich so ein bisschen in einer Bredouille, was das Geld angeht. Das sollte äußerst schnell mal wieder aufgefüllt werden. Behalten wir mal. Controller Fuß, ja? Ist euch nichts Besseres eingefallen. So, wollen wir mal unser Geld ein bisschen auffüllen. Jetzt sollte ordentlich was dabei rausspringen. Ich habe keinen Bock, zu dir hinten durchzulaufen. Wieso muss ich immer kommen, wenn dieses komische Lied läuft? Ja, da wird er wieder abgeknallt. Das ist wesentlich weniger, als ich mir erhofft habe. Na gut, müssen wir mit leben. Die geben auch nochmal 10.000... Haben die wirklich 10.000 gegeben? 2.500. Ja, okay. Irgendwas, das weg kann? Nee. So, ich würde sagen, dann hier raus und ab Richtung Auftrag, Mission, Hauptziel. Wir sollen uns mit dem Führer treffen. Nein, das ist nicht Hitler, das ist der legendäre Stalker Guide, der uns durch die Zone bringen wird. Und dafür müssen wir... Finde den Weg nach Pripyat. Ja, ich glaube, dafür müssen wir in die Pripyat-Kanalisation. Und dieser Ort, davor drücke ich mich die ganze Zeit. Wirklich, ich drücke mich ganz, ganz hart und ganz, ganz doll. Ihr habt keine Ahnung. Das ist auch der Ort, wo ich das letzte Mal aufgehört habe zu spielen. Nicht mal, weil ich nicht mehr weiter wusste, sondern weil es einfach... Weil ich nicht mehr weiter wusste, sondern weil dieser Ort einfach so demotivierend ist. Nein! Hui. Ja gut, weiter geht's. Das hätte auch anders ausgehen können. So, einmal eine steile Kurve. Zack, haben wir die. Und dann die nächste links. Ja, die Wege sitzen wie aus dem Navi. Hallo Hunde! Drei am Stück! Doch nur zwei bekommen. Schade. Ich liebe diese Hunde, die da immer langlaufen müssen. Ich habe keine Ahnung, wo die Brücke ist. Ich versuche es mal hier lang. Der sieht gut aus. Der sieht gut aus, ja. So, wäre das erledigt? Ab dafür! Durch die goldene Mitte. Ja, mal wieder in der toten Stadt, die ein wenig ebenfalls demotivierend ist, finde ich. Atmosphärisch super, aber irgendwie, desto mehr man durch die Gebiete fährt, ärgert es einen, dass die Gebiete noch nicht richtig bespawnt sind. Also, da freue ich mich auf die nächste Version von der Lost Alpha, dass es dann mal richtig zur Sache geht, was Quests und NPCs und Zeug so angeht.